An der regionalen Handelsmesse im St. Jakob Shopping Center können Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer während einer Woche ihre Produkte präsentieren. Mit engagiertem Umweltbewusstsein haben sie sogar Politik an den Stand geholt. Regio TV Plus hat die Veranstalter selber zu Wort gekommen. Während einer Woche dürfen hier im Shopping Center St. Jakob ganz viele Mini-Unternehmen aus Basel und der Region ihre Produkte präsentieren und ihre Unternehmen hier verkaufen. Young Enterprise Switzerland, also YES, das Company Program, bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, während einem Jahr ein Unternehmen zu führen und aus dem Schulalltag raus in den Alltag, in die Praxis und all das Gelernte in der Theorie probieren, in der Praxis umzusetzen. Mein Name ist Noah Stritt und ich bin Geschäftsführer von 98 Bar. 98 Bar verkauft Taschen aus recycelten Segeltüchern. Aber wir sind viel mehr als einfach ein Unternehmen, das ein Produkt verkaufen will. Wir haben eine Botschaft. Der Einwegplastik, der riesige Einwegplastikkonsum, wir wollen gegen den etwas tun. Wir wollen auf diese Problematik aufmerksam machen und das zum Thema werden lassen. Es darf nicht sein, dass so viel Lebensraum und so viel Natur kaputt geht, einfach nur wegen diesem Einwegplastik. 98 Bar wird das thematisieren und wird hier ein Umdenken stattfinden lassen. Um das Thema zu thematisieren, haben wir heute Abend Politiker und Politikerinnen aus Basel und der Region eingeladen, um mit ihnen heute Abend über das wichtige Thema zu diskutieren. Mein Name ist Luca Orgese, ich bin Präsident der FDP in Basel-Stadt und ich bin Mitglied des Grossen Rot. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute hier mit uns über das doch sehr wichtige Thema, der Einwegplastikkonsum, zu reden. Vielleicht ganz zuerst mal schnell, wie stehen Sie zu diesem Thema? Ja, ich meine, Umweltthemen sind im Moment etwas, was uns ganz fest beschäftigt. Wir denken an die Jugendlichen, die im Moment demonstrieren wegen dem Klimawandel. Das ist etwas, was uns auch als Grossrat beschäftigt. Aufmerksamkeit kriegt natürlich und wir diskutieren gerade am Mittwoch jetzt darüber, wenn wir eine Resolution zum Thema Klimawandel beschäftigen. Das heisst, ganz generell sind Sachen, die um die Umwelt gehen, für uns etwas Wichtiges. Und dazu gehört natürlich auch der Plastikverschleiß. Sehr spannend. Das freut mich natürlich zu hören, dass das wirklich auch bei Ihnen und im Grossen Rat ein grosses Thema ist. Bei Ihnen persönlich, wie gehen Sie mit diesem Thema um? Was machen Sie mit dem Plastik? Wie sieht das bei Ihnen aus? Das ist etwas, was mich persönlich beschäftigt. Ich bin ja von einer Partei, die für Eigenverantwortung steht und darum habe ich mir auch überlegt, okay, was kann ich dazu beitragen. Ich habe mich bei einem Anbieter abonniert, der einen Sack hat, wo man zum Beispiel neben vielen anderen Sachen auch den Plastik rein tun, Verpackungen. Also ich tue die nicht in den Abfall rein, sondern ich tue die in den Sack rein und der wird einmal im Monat abgeholt und dann auch entsprechend fachgerecht recycelt. Und das ist vielleicht ein ganz kleiner Beitrag, ich weiss das, aber immerhin doch ein kleiner Beitrag zu dem Ganzen. Ja, ich glaube, mega wichtig bei diesem Thema ist auch, dass wir uns bewusst sind, dass es von jedem Einzelnen nur wenig braucht, nur etwas Kleines. Wenn nur schon jeder sich ein bisschen mehr Gedanken dazu macht, dann verändert das schon viel. Wir haben heute darüber diskutiert, was die originellsten Ideen könnten sein, was könnte passieren, wo man könnte ändern könnte. Haben Sie auch so eine originelle Idee, was doch schön wäre, wenn man das passieren könnte? Ich weiss, das ist jetzt eine schwierige Frage so. Das ist jetzt so spontan tatsächlich noch schwierig, aber ich glaube, es braucht damit gar nicht unbedingt furchtbar originelle Sachen, sondern ich glaube, einfach jeder von uns muss zuerst einmal die ganz einfachen Sachen machen. Ich habe vorher ein Beispiel genommen, aber ich meine, im Umweltbereich gibt es so ganz viele kleine Bösselteile von Sachen, die man machen kann. Man kann halt Hahnenwasser trinken statt Flaschenwasser, man kann Glasflaschen statt PET-Flaschen nehmen, man kann versuchen, Plastik oder sonstige Abfälle so zu entsorgen, dass sie entsprechend recycelt werden. Ich glaube, da muss man gar nicht besonders originell werden, sondern wenn wir alle diese Sachen schon machen, dann haben wir schon relativ viel geleistet zusammen. Wenn Sie jetzt etwas verändern könnten, was in der Stadt müsste passieren, wenn es jetzt nicht darum geht, was realistisch wäre und was im Budget liegt und was in der Macht liegt, sondern wenn Sie einfach wirklich etwas verändern könnten, was wäre das, was Sie würden ändern in der Stadt, für auf das Thema hinzuweisen? Das ist noch schwierig. Wenn ich jetzt wirklich etwas machen darf, ich glaube, eins der ganz grossen Themen im Bereich Umweltschutz ist natürlich der Verkehr. Und dort haben wir zwei Probleme, Lärm und Dreck. Und ich fände es natürlich super, wenn wir einen Sprung 20 Jahre voraus könnte machen, bereits automatisierte Fahrzeuge, die keinen Lärm machen, keine Emissionen erzeugen, mit erneuerbaren Energiebetrieben. So einen Zeitsprung, das fände ich noch super.
bin der Pascal Messerli, 29, Fraktionspräsident der SRP-Fraktion im Grossen Rot und Einwohnerrat zu Riechen. Herzlichen Dank, Herr Messerli, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns über die doch so wichtige Thematik der Einwegplastik zu reden. Ganz allgemein ist das im Grossen Rot ein Thema, ein aktuelles Thema. Es ist momentan ein Thema, es ist auch ein Vorstoss hängig, der generell möchte ein Plastikverbot im Kanton Basel-Stadt. Da bin ich grundsätzlich dagegen. Ich bin gegen Verbot in diesem Bereich. Ich finde es aber sehr positiv, wenn es junge Unternehmen gibt, die sich dieser Problematik annehmen und da irgendwie innovativ sind und vielleicht auch eine Problematik aufgreifen und da auch agieren. Und Sie persönlich, wie sehen Sie die Problematik? Ist die da oder ist das ein Thema, das nebenbei behandelt werden sollte? Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus? Ich sehe durchaus, dass es eine Problematik ist. Man muss aber auch sagen, es ist, wenn man es im schweizweiten Vergleich, im Verhältnis zu der Welt oder der europäische Vergleich zu der Welt, Amerika, China, Indien, dann ist es in Europa oder in der Schweiz doch relativ ein geringer Anteil im Vergleich zum Gesamten. Zu der ganzen auch Meeresverschmutzung mit dem Plastik, da kommt nicht so viel von der Schweiz jetzt in die Meere rein. Trotzdem ist es aber sicherlich etwas, was man auch in der Schweiz ein bisschen besser machen kann und im Einzelfall irgendwie auch kann überlegen, wo man jetzt innovativ kann sein und wo man Änderungen kann vornehmen. Dementsprechend ist es positiv, wenn man da agiert. Ich glaube, vor allem im PET-Recycling sind wir in der Schweiz sehr stark und es ist natürlich auch sehr schön zu sehen, wie wir da vorgeschritten sind. Ich glaube aber gleich, gerade auch im Plastikverbrauch haben wir da noch einiges, was wir aufholen dürfen. Wenn man da jetzt in den Supermarkt geht, wird man mit enorm viel Plastik vollgestopft. Was könnte man Ihrer Meinung nach dagegen machen? Oder ist das halt einfach so und man kann es gar nicht gross ändern? Man könnte schon ändern. Also wenn man jetzt sieht, es muss nicht jeder Salat in Plastik verpackt sein. Früher war es auch in der Zeitung verpackt. Es ist auch ein bisschen, liegt an den Herstellern, an den Geschäften, da ein bisschen auch etwas zu ändern. Selbstverständlich, wenn man konsumiert, dann tut man auch gewisse Nachfrage schaffen. Aber ich glaube, die Leute werden trotzdem den Salat kaufen, wenn er in der Zeitung wäre. Dementsprechend wäre vielleicht auch die Unternehmen ein bisschen gefordert, um innovativ zu handeln, könnte ja auch für sie einen guten Ruf bringen, wenn sie dann irgendwie auf Plastik mehrheitlich verzichten. Dementsprechend denke ich schon, dass es so Potenzial nach offen gibt. Ja. Das heisst also auch, für Sie persönlich ist das doch ein Thema, das aktuell ist und wo wichtig ist, dass man darüber redet und dass man es thematisiert. Das auf jeden Fall. Ich möchte aber gleich betonen, dass halt der Schweizer Anteil am gesamten Plastikverbrauch weltweit halt trotzdem relativ klein ist. Was aber nicht heisst, dass wenn man sinnvolle Möglichkeiten findet, wo man kann dann, Plastikkonsum hindern oder kleiner machen, ist es immer etwas Positives. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen und zeigen, wie man es machen kann, gerade wenn wir schon gut dabei sind, dass wir hier bei uns anfangen und dann so auch etwas verändern können. Herzlichen Dank, haben Sie sich Zeit genommen, Messerli. Merci vielmals. Ich bin Katja Christ, bin Präsidentin und Grossrätin der Grünen-Liberalen Basel-Stadt. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute hier mit uns über die doch so wichtige Thematik, der Einwegplastikkonsum, zu reden. Ganz allgemein, im Grossen Rat, bei Ihnen ist das ein Thema, der Einwegplastik. Also ich kann Ihnen sagen, dass das eigentlich vor etwa 4,5 oder 5 Jahren, als ich im Grossen Rat nachgeguckt bin, mein allererster Vorstoss war, wo mir schon lange unter den Nägeln brennt und ich immer gesagt habe, wenn ich dann mal in den Grossen Rat komme, dann werde ich das gerade mal platzieren. Das war mein erster Vorstoss. Ich habe verlangt, dass man das prüft, die Ökobilanz prüft, wenn man würde zumindest einmal den Plastik, der da ist, recyceln, anstatt verbrennen. Und das ist ein Vorstoss, der immer noch hängig ist. Das heisst, er ist nicht erledigt, aber er ist auch noch nicht umgesetzt. Und da das immer noch nicht der Fall war, haben wir dann auch eine Petition lanciert. Und die Petition ist jetzt in der Petitionskommission zur Behandlung. Das ist sehr spannend. Das freut mich natürlich, wenn da wirklich auch etwas passiert, gerade in diesem Bereich. Und bei Ihnen persönlich, weg vom politischen Leben, wie sieht es dort aus mit der Reduzierung von dem Einwegplastikkonsum? Oder wie gehen Sie da mit dem Thema Einwegplastik um? Genau, also man muss ja immer von der eigenen Haustür verwischen, wenn man auch etwas bewirken will. Und ich bin überzeugt davon, dass jetzt vom Recycling zurück zum wirklich Reduzieren von Plastik so ist, dass wenn man das einmal recyceln will, das heisst, man sammelt das in separaten Säcken, getrennt vom Restabfall. Und wenn man das dann wirklich mal vor Augen hat, wie oft ich abends in den Keller laufe, um das in den grossen Plastiksammelsack zu tun, dann
überkommt einem doch schon ein bisschen kaltes Schudern. Und ja, wenn man das dann mal wirklich so vor Augen hat, dann fährt man auch beim Einkaufen auf das Verhalten anderer. Das ist so ein Automatismus, der dann passiert, der auch bei mir basiert ist. Und wenn ich halt jetzt gehe einkaufen, ist es halt wirklich einfach so, dass ich einen Nüsslisalat, der im Plastikbehälter ist, in einem fixen, so ein richtiges ja, so ein Körbli, Plastikkörbli, das kaufe ich einfach nicht. Also ich kann nicht verzichten darauf, weil ich fast nicht drum herum beim Einkaufen im Moment noch. Aber ich versuche dort wirklich einfach das Angebot, also das zu reduzieren, dass ich halt auch Gemüse nehme ich teilweise halt einfach auch wirklich so in Einkaufswagen und wasche es dann daheim halt oder schäle es oder koche es und tue nicht das Plastiksäckli verwenden, das zur Verfügung steht, zum Streiten. Das wäre jetzt, glaube ich, schon alternative thematisiert. Das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass das wirklich auch so umgesetzt wird. Jetzt würde es mich gleich mega interessieren, gerade wenn man geht, mal etwas Kleines zu essen posten, zum Mittag oder so, kommt man fast nicht drum herum, um diesen Plastik. Hast du da eine Idee oder einen Lösungsansatz, was man da könnte ändern könnte? Ja, also ich glaube grundsätzlich ist es sowieso so, dass wir uns ein bisschen besinnen müssen, dass halt einfach frisch gekochte Produkte, die halt wirklich einfach, ich sage jetzt einmal, das Gemüse und auch die rohen Sachen, dass das sicher am besten wegkommt, was die Plastikverpackung anbelangt. Aber wenn man halt unterwegs ist und nicht drum herum kommt, dann muss man sich halt ein bisschen überlegen, dass, will man jetzt wirklich unterwegs, also muss man es jetzt wirklich mitnehmen und nicht mehr hingehen mit und damit halt auch in Kauf nehmen, dass man so eine Plastikverpackung oder eine Styroporverpackung in die Hand bekommt. Oder kann man auch ausweichen auf ein alternatives Angebot, wo zum Beispiel ein Einweggeschirr hat, wo man einen Pfand drauf muss geben und das Geschirr halt auch wieder zurückgeben. Und sobald natürlich in der Wirtschaft dann die Nachfrage besteht, also wenn natürlich jemand merkt, ah, die Leute kommen eher zu mir, wenn ich halt wirklich echtes Geschirr habe, wo ich aber einen Pfand drauf verlange, dann wird sich der Markt auch ausbauen. Und ich glaube, da ist das Einkaufsverhalten von uns entscheidend. Das ist sehr schön, das freut mich. Wenn Sie jetzt unabhängig von dem, was wirklich möglich ist und realistisch ist, wenn Sie etwas ändern könnten, in Basel, in der Stadt, in diesem Bereich, was wäre das? Was würden Sie verändern oder aufstellen, irgendwie so, wo man könnte einfach etwas für den Einwegplastik, also eben dagegen? Also zuerst würde ich sicher mal flächendeckend getrennte, also so Sammelstellen einführen. Also ich sage jetzt einmal, gerade am Rheinbad zum Beispiel, haben wir ja wirklich ein überbeherrschendes Problem von Abfall. Und es ist halt auch, wenn Leute jetzt rumlaufen mit PET-Fläschchen, dann werden die halt einfach in normalen Abfall reingedruckt, weil man hat die Möglichkeit einfach nicht, das in getrennte PET-Sammelstellen gerade zu bringen. Und ich glaube, da würde ich einfach mal darauf pochen, dass auf jeden Fall flächendeckend auch für Glas und für PET und für die Sachen, die zumindest jetzt schon gesammelt werden, dass das zur Verfügung steht. Und parallel natürlich eben auch das, was wir eigentlich seit Jahren jetzt verlangen, dass man halt einfach wirklich den gesamten Haushalt Plastik sammelt auch und recycelt. Das klingt doch wirklich nach sehr konkreten, sehr schönen Vorschlägen, um da wirklich etwas zu bewegen. Wir haben heute darüber geredet, was echt die spannendste, die beste oder auch die kreativste Idee könnte sein. Was wäre da noch so eine kreative, innovative Idee, was man könnte machen könnte, um den Plastik zu reduzieren? Vielleicht auch ganz praktisch und einfach zum Umsetzen für einen gewöhnlichen Schüler, der jeden Tag sein Mittag postet im Laden und dann fast nicht um den Plastik herumkommt. Was würden Sie so jemandem empfehlen? Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ein ganz junges Start-up-Unternehmen irgendwo in der Stadt steht und zum Beispiel Teller oder irgendwelche Behälter oder Geschirr wie auf eine Art gegen ein kleines Entgelt entlehnt. Zum neuem das Abgas zum Mittag entgegennehmen, essen und das dann wieder zurückzugeben. Und die sammeln das dann wieder und waschen es und bringen es dann halt wieder dort an. Also es wäre auf eine Art eine Geschäftsidee für alle die Orte, wo man im Moment halt noch Plastikgeschirr und so weiter rausgibt, Abfallgeschirr. Ich glaube, das war wirklich ein sehr kreativer Vorschlag. Da haben wir heute noch nicht so viel von denen gehabt. Herzlichen Dank, Frau Christ, haben Sie sich Zeit genommen für das kurze Interview. Merci vielmals. Danke schön und toll, dass ihr das macht und ich kann das sehr unterstützen. Danke vielmals.